So, es ist noch, es ist schon später Winter. Na, seht ihr mal. Bereits später Winter. Das ist wieder ein bisschen schneller laufen. Weil jetzt kommt der Early Spring und jetzt werdet ihr sehen, hier die Farmer begeben sich aufs Feld und fangen an zu säen. Deswegen sind wir bei der letzten Ernte halt so ein bisschen in Zeitverzug geraten, weil die Farmer eben genau dieses Problem hatten. Sie haben ein wenig zu spät angefangen, und zwar erst im Spring, also im Frühling an sich. Und damit reichte es nicht mehr, um bis zum Ende des Jahres das Feld auch abgeernt zu haben. So, wir werden jetzt erstmal hier das Limit runtersetzen. Damit hat der nämlich nichts mehr zu tun. Dann sparen wir uns ein paar Loks, weil der braucht jetzt Loks. Kann dann nämlich die 50 Tools wieder auffüllen. Wir haben nur noch 17. Und es ist ganz scheiße, wenn man in diese Bredouille kommt, dass zu viele Arbeiter kein Werkzeug mehr haben. Die Arbeitsgeschwindigkeit sinkt rapide ab, was wiederum zu Hungersnöten führt. Und ja, warum erwähne ich Hungersnöte so häufig? Das ist das Einzige, was meine Siedlung quasi den Gar ausmachen kann, wenn die Leute hungern. Und das zu sehr. So, Jahr 2 später Frühling. Ja. So, Storage Capacity. Jetzt haben wir nämlich das nächste Problem. Jetzt waren wir so fleißig beim Anlegen von Ressourcen, dass unser Stockpile, unser Feld, auf dem wir die rohen Güter lagern, vollgestellt ist mit eben diesen. Das heißt, wir brauchen davon ein neues. Und zufälligerweise hätte ich da auch einen guten Platz für. Und zwar nehmen wir einfach diesen da. Ja, wir können ein bisschen Wasser gehen. Das reicht dann schon ein bisschen. Das heißt, der Baum fliegt noch weg und so weiter. Warum nehme ich das? Weil wir ja hier drüben dann den Förster und sowas einsetzen wollen, dann hat der es nicht so weit. Die Wegeoptimierung, damit das Ganze effizient hier vonstatten geht. So, und die Gesundheit nimmt schon ab, weil harte Arbeit und wenig Freizeit führt halt dazu, dass die Bewohner auslaugen. Also vor allem, wenn man hier so große Aktionen noch schiebt, wie räumt man hier alle Bäume und alle Steine weg. Das ist halt echt nicht so gut für die Gesundheit unserer Einwohner. Und da uns ja die Gesundheit unserer Einwohner am Herzen liegt, werden wir solche Einsätze auch nicht so oft fahren können. Nur in der Anfangszeit müssen die Bewohner da leider durch. Es geht leider nicht anders. Weil wir haben noch zu wenig Einwohner, als dass wir Minen und hier so einen Steinbruch und sowas machen können. Weil diese beiden Tätigkeitsfelder sind sehr arbeiterhungrig. Wir reden davon, wovon reden wir denn? 15 Leute pro Einrichtung, also 15 Leute in die Mine, 15 Leute, die Steine schlagen im Steinbruch. Tja, Problem dabei ist einfach, dass 30 Leute wollen auch erstmal ernährt werden. Dafür müssen wir sehr viel mehr Felder haben. Und ich hoffe, dass uns die aktuelle Aktion hier mit räumt mal Ressourcen weg nicht bereits das Genick gebrochen hat, dass die Farmer trotzdem ordentlich arbeiten konnten. Weil wir haben ja nur einen freien Arbeiter, der den ganzen Tag Bäume fällen kann. Alle anderen sind ja doch eher darauf angewiesen, dass sie dann auch noch andere Tätigkeiten hier im Dorf ausführen, wie zum Beispiel Fischen und so weiter. Wenn sie das gerade nicht machen können oder machen müssen, wie jetzt diese beiden, diese können dann auch mal Bäume fällen und so weiter. So.
Schön. Das heißt, ich... Oh, ich habe das falsche Fenster weggeklickt, sehe ich gerade wieder. Das passiert auch ständig. Man macht ständig die falschen Fenster zu. So, Ernte hat begonnen. Wir sind schon im späten Sommer. Zeitraffer-Modus halt. Haben aber nur einen freien Arbeiter. Das heißt, wir können jetzt nicht so jobtechnisch die großen Sprünge machen. Aber wir müssen jetzt den Arbeitszweig der Förster aufbauen, damit wir an Holz kommen und das kontinuierlich. Und wir müssen halt Gatherer und Herbalists dann auch hier in den Wald mit reinsetzen. Und auch Hunter. Also da gibt es dann so eine kleine Außensiedlung, die sich halt primär darum kümmern wird, eben gerade diese eben angesprochenen Dinge zu tun. So, Autumn. Und ihr seht, sie schaffen es gerade so im Herbst fertig zu werden. Und wir haben ein leichtes Plus auf Seiten der produzierten Güter. Genau. In dieser Saison haben wir es doch immerhin geschafft, gut 150 Kartoffeln mehr aus der Erde zu holen. Das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. So, der Woodcutter sorgte dafür, dass das alles auf dem Niveau von 300 bleibt. Und der Blacksmith sorgt dafür, dass wir 50 Werkzeuge ständig im Lager haben. Und so kann die ganze Sache jetzt erstmal eine ganze Weile weiterlaufen. So, wir haben ja einen leichten Nahrungsüberschuss. Wie man gesehen hat, wir verbrauchen nicht so viel Nahrung, wie wir produzieren. Ergo könnten wir uns das erlauben, ein weiteres Haus zu bauen. Und natürlich immer dem zugeneigt, zugewandt. So, Ressourcen, es ist schon wieder Winter. Also bauen wir mal ein Häusle. Wir lassen die Sache, trotzdem wir jetzt im Zeitraffer-Modus hier unterwegs sind, langsam angehen. So, das Haus ist fertig. Da sind sie auch gleich eingezogen, der Fischer und der Arbeiter, die Arbeiterin. Und hier auch ein nettes Feature. Man kann draufklicken und sich dann angucken, wo die gerade rumlaufen und so. Ist schon echt putzig gemacht. Eine geradezu vollständige Simulation. So. Mit den zwei freien, ungebundenen Arbeitskräften und dem jetzt einbrechenden Winter wird es an der Zeit, an die Zukunft zu denken. Und die Zukunft unserer Siedlung entscheidet sich, naja, politisch ausgedrückt am Hindukusch, wirtschaftlich ausgedrückt mit dem Aufbau der Volkswirtschaft, genau. Der Holzwirtschaft, so. Weil das ist jetzt hier so ein bisschen nervig, dann hier genau sowas zu finden. So. Würde ich mal sagen, das ist so okay. Ja, sind wir da. Naja, scheiß drauf. Ein bisschen näher am Strand hier. Aber hier, naja, da kann man auch nicht lang. Warte mal. Cancel. Nein. Remove structure. Nein. Remove road. So. Ganze Weile. Genau.
Weil, naja, ein bisschen Symmetrie muss halt auch sein, ne? Ja, genau. So, weg. Es müssen noch 4 Bäume removed werden, bevor die Forester Lodge hier ihren Dienst aufnehmen kann. Wir haben bereits 3 Arbeiter, 3 Freie. Auch dem geschuldet, dass wir hier ein Häuschen gebaut haben. Das funktioniert alles sehr gut. Und die wohnen hier zu sehr vielen. Sie würden gerne ausziehen und eigene Familien gründen, deswegen können wir ihnen das vergönnen und machen da einfach mal noch ein Häuschen hin. So. Und damit das Ganze hier nicht sich so ewig hinzieht, hör mal auf die 10. Voll auf die 10. So, auf Logs ist low. Natürlich, wir haben kein Holz aktuell, weil wir ja keine Forester Lodge, also keine Forsterei aktuell besitzen. Was ist denn da passiert? Warum ist denn da ein Stück Weg übrig geblieben? So ein Blödsinn. So. Und für die Forester Lodge brauchen wir auch noch einen Knauf. Remove Resources, Remove Resources. So, alles abholzen, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Ach nee, geht ja nicht mehr, die Bäume sind ja gefällt worden. Ja, ich weiß, dieser Scherz war einfach zu naheliegend, aber ich musste ihn trotzdem bringen. So. Hm. Aber in meinem Dorf scheint es eine Tendenz dazu zu geben, dass ältere Damen jüngere Männer heiraten. Oder auch umgekehrt. Na, kommt wahrscheinlich immer drauf an, wo man gerade guckt. So, wir haben schon wieder Late Spring, das heißt, die Felder sind bereits wieder bestellt. So, und alsbald wir hier das letzte Haus gebaut haben, müssen wir uns halt auch darum kümmern, dass wir hier unten wieder ein Feld ransetzen. Und da wird es dann schon blöde, ne? Weil die wohnen jetzt alle hier und dann müssen sie hier unten zu diesem Feld latschen. Das ist schon nicht ganz optimal. Oder wir ziehen es hier oben hoch. Können wir ja mal gucken. Das können wir nämlich auch schon vorbereiten, weil wenn wir keine... Ach, scheiße. Da ist der Berg im Weg. Wenn wir kein anzubauendes Gut definieren. Oh, die Förster sind fertig. Mal ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Dann. Oh, cool. Wir haben gerade 4. Das ist doch super. Dann haben wir 4. Wo sind sie denn? Ich sehe die Förster nicht. Foresters. Da. 4 Förster und dann würde ich mal sagen, haben wir unser Tagwerk geschafft. Das war die erste Aufnahme-Session für Banished und mal sehen, wann sie verhungern. Bis dahin, bye bye.